So, ich muss noch kurz mein Oberteil anziehen. Ja, David, freust du dich auf den heutigen Tag, auf dein neues Video? Ja, ich habe jetzt eben nochmal alles vorbereitet. Das war gar nicht so leicht, wie ich dachte, weil das Video kann ja nicht... Und cut! Also, Leute. Erstmal... Du wüsstest gar nicht, wenn ihr wüsstet, wie der von unten aussieht. Also, erstmal willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, passend zur Jubiläumsstaffel von Schloss Einstein und der 1000. Folge, die jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen lief, werde ich heute auf meine erste Staffel reagieren. Ja, das wird sehr spannend, weil das ist ja schon einige Jahre her und ich bin ja schon deutlich älter geworden. Wir gucken mal einerseits, wie ich gealtert bin und wie ich das so gemacht habe. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich drauf. So, meine lieben Leute, ich musste erstmal meine alte Festplatte rausholen und da die Folgen raussuchen. Das war gar nicht so einfach. Mal gucken, was das wird. Ich hoffe, ich bereue es nicht im Nachhinein. Wir schauen jetzt den allerersten, nein, das ist nicht der allererste Auftritt, aber wir schauen eine Folge, eine Szene aus der allerersten Folge von meiner Rolle David Groth. Noch so als Info, diese Szene, die wir jetzt sehen, war auch meine Casting-Szene, die ich damals bekommen habe. Schauen wir mal rein. Hey David, oder wie auch immer du heißt. Uiuiui. Da ist ja jemand richtig wütend. Ja, was sollte das denn? Das war total unfair. Ehrlich? Was machen wir denn da? Jetzt hör doch mal auf, witzig zu sein. Adrian kannst du vielleicht verarschen, aber mich nicht. Du gehst nämlich gar nicht aufs Einstein. Nee, tu ich nicht. Aber vielleicht bald. Falls ich Bock kriege auf Nerds wie Adrian, Flachdenker wie Miriam und keifende Zwerge wie dich. Wir sehen uns. Okay, Leute, ihr müsst euch mal eins überlegen. Das war mein allererster Drehtag bei Schloss Einstein. Ich habe den Anruf bekommen, dass ich die Rolle bekommen habe und musste direkt den nächsten Tag nach Erfurt fahren für eine Kostümprobe und den Tag danach war mein allererster Drehtag für diese Szene. Ich komme dann ans Set, hatte noch gar keine Dreherfahrung. Am Set waren ungefähr, keine Ahnung, 40 Leute vom Team und dann auch eben die ganzen Leute aus dem Cast und die Komparsen. Und ich musste direkt diesen Assi spielen, der irgendwie alle durchbeleidigt. Das ist mir damals echt schwer gefallen, weil ich halt so dachte, okay, ich bin jetzt hier neu, bin gerade angekommen. Dann ist erstmal am Set, das erste Mal einen Regisseur gesehen, alle anderen kennengelernt. Ja, und dann haben wir direkt angefangen und habe erstmal alle durchbeleidigt. Das war jetzt nicht unbedingt die einfachste Situation für mich. Übrigens, meine Rolle David, jetzt kommt hier wirklich richtig Tee, den ich hier spille. Meine Rolle David sollte am Anfang schwul sein. In der zweiten Castingrunde war dann schon so ein Gespräch, ob das vielleicht geändert wird. Aber so richtig hundertprozentig erfahren habe ich es dann, als ich die Rolle bekommen habe, dass sie eben nicht schwul ist. Ja. Kommen wir zur nächsten Szene, in der David sich das erste Mal vor der Klasse vorgestellt hat. Das war dann in der 17. Staffel. Also, wir fangen mit einem ganz spannenden Thema an, das Hormonsystem des Menschen. Ja? Wie sieht's denn aus mit neuen Schülern? Wie meinst du das? Na, das heißt, David, das wissen wir ja schon, aber könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr über ihn erfahren? David, möchtest du vielleicht nach vorne kommen? David, hallo. Wow, gleich die ganze Lebensgeschichte. Das wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Ja. Ich wusste ja am Anfang gar nicht so genau, was David für ein Charakter ist. Das habe ich dann erst so richtig erfahren, als ich die Drehbücher gelesen habe. Und ich habe mich echt so ein bisschen gefragt, warum ist er so assi? Warum ist er so immer so gegen alle? Das hat mich am Anfang übelst genervt, weil ich als Person bin sehr offen, gehe gerne auf Menschen zu. Und ich musste die ganze Zeit anti sein, musste alle durchbeleidigen, hatte auf nichts Bock. Und das so in einem neuen Umfeld war definitiv eine Herausforderung, wie ich ja eben auch gesagt habe. Aber hat man hier auch wieder gesehen. Ne? So, nächste Szene. Sollten wir irgendwas mitbringen, hat Miriam was gesagt. Also ich weiß nur von diesem Outfit-Ding. Ob Boxhandschuhe auch okay werden? Zeige einfach dein. Kurz so als Info, das Bild, was ich gerade in dem Moment angemalt habe, dieser Mann auf dem Bild, war der damalige Produktionsleiter. Und das Witzige war, dass es am Schloss Einstein-Set auch immer so versteckte Ostereier gab. Das heißt, es gab irgendwie Bilder von berühmten Persönlichkeiten oder, weiß ich nicht, Gegenständen. Und dann waren das irgendwie zum Teil Menschen aus dem Team, aus dem Büro oder Gegenstände, die normalerweise im Büro stehen oder wie auch immer. Ja, das war manchmal ganz witzig zu sehen, weil ich habe das am Anfang auch nicht alles erkannt. Und dann erst im Laufe meiner Zeit habe ich gedacht, hä, das ist doch irgendwie unser Produktionsleiter oder das ist doch unsere Produzentin oder das ist doch irgendwie die vom Schnitt oder sowas. Ja. Trainerschein. Das wird sie so umhauen, der ist mal casual auch egal. Der Kampfzwerg. Na sowas. Der Volli. Nicht wundern, meine Stimme ist hier sehr rau. Das liegt nicht daran, dass ich geraucht habe damals, sondern wir haben davor die Bilder gedreht in der Schlossruine. Das haben wir wirklich draußen gedreht und es war kalt und ich musste barfuß drehen. Und dann habe ich mich erkältet und deswegen habe ich jetzt so eine raue Stimme. Idiot, ich glaub's nicht. Ja. Kennt euch? Nicht ganz freiwillig. Ich hatte gehofft, du gehst auf eine andere Schule.
Ich auch, aber Direx hat versprochen, dass ein paar von euch gehen. Gott, okay, es hört sich sehr, sehr schlimm an. Also, das ist gar nicht so in Erinnerung, dass ich so krank war. Da habe ich ja gesagt. Ich habe geglaubt, du bist bei denen, die gehen. Pippi, darf ich vorstellen? Das ist David. Er glaubt wirklich... Dieser Moment, in dem Daphne gesagt hat, das ist David, davon gibt es einen Outtake. Beziehungsweise wir mussten das öfters wiederholen, weil sie oft meinen privaten Namen gesagt hat. Also nicht David, sondern David. Das ist David. David. Nein? Ah ja, genau, David. Sie war nicht die Einzige, der das schwer gefallen ist. Es gab ganz viele, die mich immer bei meinem privaten Namen genannt haben. Wirklich, er wäre witzig. Spinnst du? Das ist Sachbeschädigung. Hallo, Hausmeister. Hausmeister? Und Müllmann. Versuchst du hier gerade witzig zu sein? Wer bist du eigentlich? Bei dem Thema waren wir auch gerade. Diskutier das ruhig noch ein bisschen. Ich muss los. Ach, dein Kaschenpulli. Super Putzlappen, falls du hier noch sauber machen willst. Ey, was soll das? Pippi, alles in Ordnung? Ja. Hallo. Das war ja der Beginn zwischen Hubertus und Rolle David. Die beiden waren ja nie so richtig beste Freunde. Ich muss sagen, es hat immer mega Spaß gemacht, mit Hugo zu drehen. Rolle Hubertus. War sehr traurig, als er dann Schloss Einstein verlassen hat. Nächste Szene, würde ich mal sagen, meine lieben Freunde. Kommen wir zum allerersten Date zwischen Pippi und David in der Ruine, wo er am Anfang gechillt hat und geschlafen hat, weil er irgendwie darauf stand, im Regen draußen in der Kälte zu seiner Stadt im Internat, wo es warm ist. Lassen wir mal unkommentiert. Und die beiden haben das erste Mal so ein richtiges Gespräch. Schauen wir mal rein, wie das wird. Du kannst das ja echt gut mit dem Filetieren. Hat mir mein Vater beigebracht. Zitrone? Dein Vater? Dachtest du, ich hab keinen? Das Thema hatten wir schon. Stell dir vor, ich hab sogar eine Mutter. Boah, das habe ich jetzt nicht gedacht. Na dann. Sag mal, ist mir nicht so einer von der Angel gesprungen? Nicht so einer. Genau der war's. Hat sich an den Haken des Fischverkäufers gehängt. Praktisch. Ich muss euch kurz eine Sache zu diesem Fisch erzählen, ja? Also, wir hatten da wirklich Fisch am Set, den wir auch essen mussten. Wir hatten ganz, also ich weiß nicht, so eine ganze Box voll. Das Problem war aber, dieser Fisch war nicht mehr warm und er hat nicht wirklich gut geschmeckt. Jetzt habe ich und Marie den Fehler gemacht, dass wir in dem ersten Take diesen Fisch wirklich auch gegessen haben und auch nicht wenig, sondern am Anfang hatten wir, glaube ich, auch so ein bisschen Hunger und dachten so, ja, vielleicht schmeckt er ganz gut und haben wir den echt so gegessen. Aber wenn du das ja in der einen Einstellung machst, musst du es ja immer wieder machen, damit du den Anschluss richtig hinbekommst. Ich konnte diesen Fisch nicht mehr sehen. Es war wirklich so schlimm und er hat so ekelhaft geschmeckt und von Take zu Take wurde es immer schlimmer und wir haben immer wieder Nachschub bekommen und die Herausforderung war, dass wir damit gekämpft haben, diesen Fisch runterzubekommen und auf der anderen Seite ja diese mega romantische Szene drehen mussten, wo wir uns wohlgefühlt haben, wo wir flirten sollten und wir durften ja keine Miene verziehen, die irgendwie gezeigt hätte, dass wir gerade wahrscheinlich uns am liebsten übergeben würden. Der wollte unbedingt von uns gegessen werden. Ist das auch einer von der Sorte, der es allen recht machen will? Du hast deine Kette. Woher wusstest du eigentlich, dass ich komme? Ich hab doch Nein gesagt. Ich hab's nicht gewusst. Aber du hast zwei Teller dabei. Ich hab gehofft, du überlegst es dir anders. Das hab ich dir jetzt nicht zugetraut. Wie, dass ich auch mal nett sein kann? Was machst du, wenn ich mich daran gewöhne? Das fand ich jetzt schön tatsächlich. Also deshalb, ich muss auch sagen, ich habe wahnsinnig gern mit Marie gedreht. Wir waren ein mega gutes Team und das war ja der Beginn davon. Jetzt kommen wir zum allerersten Kuss zwischen David und Pippi. Und da habe ich gleich natürlich auch ganz viel Information. Gemeinschaftsgeschenk. Ist jetzt nicht so dein Ding, ne? Jetzt wissen wir's. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Du musst nur wissen, dass... Sag mal,
Willst du? They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's flow of your broken little heart. Ja, dieser allererste Kuss, das war wirklich nicht leicht. Das lag nicht an Marie, sondern das lag daran, dass wir, also ich habe ja noch nie einen Filmkuss davor gehabt und ich kannte Marie zu dem Zeitpunkt auch noch nicht lange. Wir haben ja gerade mal, ich weiß es gar nicht, ich glaube, 1-2 Monate gedreht miteinander und so, das war schon mal ein bisschen awkward, dass man dann so, ne, jemanden küssen muss und meine Rolle musste ja die Initiative ergreifen. Dann war ja noch das ganze Team dabei, 40 Leute, die ganzen Komparsen standen hinter der Kamera, haben zugeguckt. Also es war nicht so intim, wie es jetzt gerade hier aussieht, dass nur wir beide da waren, sondern natürlich auch alle anderen Menschen da. Ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ein Schauspieler sollte das können, würden jetzt die meisten sagen. Ich weiß, in diesem Moment war es einfach für mich nicht so leicht. Ja, genau. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsszenen. Das ist die Silvesterparty in Staffel 17. Und David und Pippi sind schon glücklich zusammen. Wir haben jetzt einiges übersprungen, wie ihr merkt. Aber das Video kann nicht 2 Stunden dauern. Ich meine, muss das jetzt sein? Wieso denn nicht? Uns ist doch egal, was ihr alle denken. Ja. Wie, willst du uns irgendwas erzählen? Ständig. Ich fand das so geil damals, ne? Weil wir haben echt die Bilder auch mit Musik dann gedreht und dann ist Berger auf diesen Tisch gesprungen, das war auch viel improvisiert, also in Partyszenen war es auch so, dass der Regisseur einfach mal reingerufen hat, so und jetzt springt Berger auf den Tisch und alle applaudieren und das war einfach so geil, das war wirklich, das hat so richtig Bock gemacht. Das war auch tatsächlich das letzte Bild der 17. Staffel, also meiner ersten richtigen Staffel bei Schloss Einstein. Das war jetzt schon ein bisschen sentimental, das zu schauen. Es wird immer einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Einfach Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Das ist verrückt, wirklich. Genießt jeden Moment. Das stimmt. Ja, das war's für heute mit den Schloss Einstein-Szenen. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr nochmal so ein Reaktionsvideo sehen wollt von eventuell anderen Staffeln oder anderen Folgen, lasst es mich wissen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe gar nicht so viele Cringe-Momente gehabt, wie ich gedacht habe. Zumindest ich. Boah, ich weiß es jetzt nicht. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und schreibt mir, wenn ihr gewisse Wünsche habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Ich mache jetzt, wie gesagt, regelmäßig Videos und freue mich drauf. Es macht mir echt richtig Spaß und lese auch immer sehr gerne euer Feedback auf Instagram oder hier bei YouTube. Sonst kann ich eigentlich nur noch sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Baby, I've been watching you across the room. I can see you staring, baby, I've been watching you too. And darling, you've been giving off some serious energy. I can only hope you're